Auf diesem Kanal habe ich die letzten zwei Jahre den Weg von Adi, Mary und Tade zu Dead Adam vorgestellt. In diesem Video geht es um ein Status-Update, was sie heute treiben. Und wir fangen an mit Adi, aka Dizzy Earth. Viele aus der Community fragen sich, genau wie ich, was aus Adi und Bora nach Dead Adam geworden ist. Adi und seine Frau Lou haben ihr zweites Kind bekommen und leben das Familienleben auf Madeira. Die beiden haben sich nämlich ein Haus gekauft und wollen das dann von ihren Ersparten renovieren. Dafür hat sie vor zwei Monaten den YouTube-Kanal Rebels Hole gegründet. Der Kanal ist noch recht unbekannt und hat aktuell 2000 Abonnenten. Und Adi macht natürlich auch Musik. Erst vor kurzem kam tatsächlich ein Mixtape raus. Und der erste Song, den wir uns gönnen, heißt Is Okay. Hey, ist okay, wenn du gehst. Lass mich schwimmen gehen im Leid, aber kill ich meine. In diesem Song geht es meiner Meinung nach um den Verlust einer engen Freundschaft. Auch wenn er sich schlecht fühlt, geht er seinen Weg weiter. Der zweite Song beginnt so, als würde Adi ein Filmband zurückspulen. Und dann beginnt er mit einer introspektiven Beschreibung seiner selbst. Lately wurde jeder fucking Glaubenssatz erschüttert. Ich weiß nicht mehr wohin, denn jeder Blick ist wie verschüttet. Er gibt uns einen Statusbericht, dass er in gewissen Sachen einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Menschen haben ihn enttäuscht. 2022 Illusionen fallen zusammen. Und er kämpft jeden Tag mit negativen Gedanken. Und zum Nachtisch gibt's gefüllte Röllchen, damit er den Stress abbauen kann. Im Grunde ist Adi ein Mensch, der mit viel Optimismus in die Zukunft gesehen hat. Doch diese Menschen machen sich gerade durch ihr Vertrauen und ihre Offenheit sehr verletzlich. Er realisiert in dem Song, dass irgendwas unfair gelaufen ist. Doch er verwandelt diese negative Erfahrung in Akzeptanz. Eigentlich ist es ja wie bei Peter Fox, denn er hat schon mal bewiesen, dass er es drauf hat und er muss es nicht toppen. Aktuell liegt der Fokus wahrscheinlich bei der Familie, der Hydra CCC Klamottenmarke und spätestens wenn das Haus fertig ist, erleben wir den Next Gen Adi. Aber was wurde aus Muskelmali? Muskelmali heißt jetzt Mary und ist im Jahre 2023 in Köln in seinem eigenen Studio und produzierte die letzten Jahre für viele Rapper wie zum Beispiel El Guni, Gold Roger, YFG Pave, den ich auch bereits vorgestellt habe, oder Mauli, DTVDNS, Luzine, Cindy oder Hero. Und letzt habe ich ihn auf Instagram bei Soli gesehen. Und das hier ist sein Producer-Tag. Leute, ich muss gerade ein Fenster aufmachen, es ist so warm hier drin. Mary verfolgt gerade seine ganz eigene Musikkarriere und wer ihn noch gar nicht verfolgt hat in den letzten Jahren, der ist jetzt sau überrascht. Komm ich auf die Bühne, geht der Kreis auf. Leute, da draußen kenne ich die Wahrheit, doch ich scheiß drauf. Nimm das Mic auf, lau so wie beim Eislauf. Und auf meiner Uhr hab ich einen kleinen blauen Stein drauf. Yeah. Er brachte ein eigenes Mixtape namens Orange Dream heraus und danach noch einige Singles. Ich muss bisher sagen, das Ding knallt schon ganz gut durch. Auch er erzählt in den Songs von ähnlichen Problemen wie Adi. Neben seiner eigenen Musikkarriere, neben Produktionen, ist er auch noch Host des Motorsport-Podcasts Zu schnell für manche. Außerdem ist er, wie die nächste Person, die wir gleich vorstellen, verheiratet. An der Stelle wisst ihr eigentlich, wie ich an die Infos komme. Ich kann nicht einfach Mary anrufen und fragen, ob er verheiratet ist, sondern ich gehe auf seinen Instagram-Kanal, gucke mir alle Bilder an und dann habe ich dieses Bild gefunden. Und oben rechts ist dann Werbung für den Shop seiner Frau. Das Tuch kostet übrigens 680 Euro. Trotzdem alles Gute an euch. Was wurde aus Tadde? Ich denke, die meisten wissen, was aus Tadde wurde, aber ich erkläre es natürlich für euch trotzdem nochmal. Tadde feierte vor ein paar Wochen den ersten Hochzeitstag mit seiner Frau und hat mittlerweile eine Tochter. Die Goldplatte hängt an der Wand auf dem Haus auf Madeira und T ist mittlerweile erwachsen geworden. Er hat seine Leidenschaft fürs Beatboxen entdeckt und Tadde hat am meisten Musik rausgebracht unter dem Namen TJ Baby Brain und TJ Beast Boy. Wir konnten ihn wirklich jahrelang bei seiner emotionalen Reise durch die Musik verfolgen. Sein neuestes Mixtape, Mathematic Rap Addict, war auch ein riesiges Status-Update. Und meiner Meinung nach eins seiner besten Sachen. Tadde erzählte häufig, dass es ihm nicht gut geht und sein Lebensstil nicht der gesündeste war. Doch jetzt ist er an einem Punkt angelangt, wo er sein Leben in den Griff bekommt. Jetzt wisst ihr, was aus Dead Adam wurde. Und hier der Hinweis, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr jetzt gerne abonnieren. Das würde mir helfen, diese Videos weiterhin produzieren zu können. Und hier kommt ihr jetzt zu, wer ist Adi und hierzu, wer ist Mary. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dahin, bleibt euch treu und ciao.